Moin. Das ist schön hier zu stehen und alle gucken einen an und man kann komplett das Tempo bestimmen. Erstmal herzlich willkommen zu den 13. Kieler Linux und Open Source Tagen, beziehungsweise den 13. Open Source, Kieler Open Source und Linux Tagen. Eigentlich spricht Hauke das Eröffnungswort, aber Hauke ist nicht da, deswegen habe ich die Ehre, nicht nur den ersten Vortrag heute zu halten, was an sich schon eine große Ehre ist, sondern euch auch noch alle herzlich willkommen zu heißen. Dass ich heute den Auftakt hier machen darf, ist tatsächlich schon eine Freude für mich, weil wir seit mittlerweile 8 Jahren herkommen. Und 8 Jahre Kieler Linux-Tage für mich halt tatsächlich schon was Schönes ist. Und ich in dem Rahmen, als ich in der Vorbereitung mit saß, dachte, ich möchte eigentlich gern mal was anderes machen, als immer nur technische Vorträge halten. Also ist ja so ein bisschen auch ein Familientreffen, das heißt, ich glaube, viele im Publikum kennen mich auch schon so ein bisschen. Und sonst halte ich immer irgendwelche VPN-Workshops und erzähle was zu Verschlüsselung oder zu unseren Produkten. Und diesmal möchte ich eigentlich was anderes machen, nämlich zu dem erzählen, was sozusagen eigentlich eins meiner wirklichen Produkte ist, nämlich die Firma, die ich seit 12,5 Jahren aufgebaut habe. Und das ist hinter dem Bürogebäude, wo wir sitzen. Das ist also aufgenommen von der Parkbank, wo ich jetzt im Sommer mich morgens zum Frühstück hingesetzt habe. Und meistens so nach unserem Stand-up um 10 runtergegangen bin und eine Viertelstunde einfach da gesessen habe und mein Müsli gegessen habe. Und ich fand das, ich habe neulich in einem Vortrag gesessen in Kiel und da hat jemand auch mit so einem Bild den Vortrag angefangen. Und ich dachte, wow, das ist eigentlich eine ganz nette Variante anzufangen, anstatt gleich eine Folie mit irgendwie 5 Stichpunkten den Leuten um die Ohren zu knallen. Einfach zum Ankommen einmal so ein recht schönes Bild. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Felix Kronlage. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Bytemine GmbH. Wir sitzen in Oldenburg, nicht in Holstein, das sollte man in Kiel auch immer dazu sagen. Wir haben auf den ersten Kieler Linux-Tagen, wo wir waren, 2008, haben wir das 2 Tage lang nur mit Leuten geredet und allen Leuten immer gesagt, ja, wir kommen aus Oldenburg und hatten hinterher haufenweise Anfragen von Leuten, die meinten, dass wir mal eben um die Ecke so vorbeikommen können. Und den musste man enttäuschen, weil wir sagten, ja, nee, Anfahrt ist für uns schon ein größerer Akt, weil wir sitzen in Oldenburg. Wir sind erfahrener Linux-Unix-Dienstleister, machen das seit 12,5 Jahren. Viel so Second- und Third-Level-Support-Geschäft für die IT vor Ort. Wir hosten an insgesamt 4 Standorten, 2x Frankfurt, 2x Zürich. Und wie ich ja vorhin schon sagte, also ich wollte den Vortrag halten, weil die Bytemine ist halt so mein Kind. Und ich sitze immer wieder in anderen Vorträgen und höre da Sachen, wo ich mir denke, ja, genau so machen wir das auch. Und oh, das könnten wir so machen. Und ich habe gedacht, ich kann einfach mal so ein bisschen, der Titel des Vortrages ist ja Work-Life-Revenue-Balance. Und dann im Subtext so ein bisschen, wie man eigentlich als Open-Source-Dienstleister Geld verdient. Und herzlich willkommen. Und ich habe gedacht, ich kann einfach genau dazu so ein bisschen was sagen. Die Unternehmensvision, was ja erstmal so ein ganz, ganz großes Wort ist, ist ja nicht so, dass ich irgendwie vor 12,5 Jahren da saß und mir dachte, oh ja, ich will ein Unternehmen mit 15 Mann oder 20 Mann und das soll so und so aussehen. Aber meine Idee, eigentlich seitdem ich mal bei meinem ersten Arbeitgeber 2001 gekündigt habe, war, einen coolen Arbeitsplatz zu schaffen, der familienfreundlich ist. Weil Arbeit ja erstmal was ist, was uns irgendwie, also wir haben ja auch noch diverse junge Leute im Raum, aber Arbeit ist etwas, was uns ganz lange im Leben begleiten wird und was auch von dem einen oder anderen vielleicht als notwendiges Übel bezeichnet wird. Ich bin der Meinung, man kann, also ich habe zu meinem Vater früher mal gesagt, ich will in meinem Leben Spaß haben. Mein Vater hat mit ich will Spaß haben assoziiert, ich will den ganzen Tag nur feiern. Für mich war das eigentlich eher sozusagen der Ausdruck dessen, dass ich meinen Alltag so gestalten will, dass er mir sehr viel gibt. Und das tut eben die Arbeit, so wie ich sie mache. Und deswegen finde ich, kann man auch einen Arbeitsplatz so kreieren, dass er möglichst einem Freude bereitet und man morgens eben nicht mit Bauchweh zur Arbeit kommt, sondern sich auf den Tag freut. Und natürlich, ne, Unternehmen und ich als Unternehmer ziehe ja auch sozusagen Teil meiner Altersvorsorge aus diesem Unternehmen. Das heißt natürlich auch, dass man irgendwie schon Geld verdienen will. Also die Unternehmensvision war eben mit Technik, mit dem, was mich sozusagen im Open-Source-Umfeld antreibt, Geld zu verdienen, aber auf eine Art und Weise, dass es trotzdem eine Menge Freude macht und man sich nicht verbiegt.
Was ist denn eigentlich Unternehmenserfolg? Also man kann das ja auch ganz, ganz klar definieren. Ich muss dazu sagen, also ich bin weder Wirtschaftsökonom noch Wirtschaftswissenschaftler noch BWLer. Ich bin halb studierter Informatiker. Und deswegen musste ich tatsächlich nachgucken, was man eigentlich so im Gemeinhin unter Unternehmenserfolg versteht. Man kann das Ganze einfach mal sich anschauen. Der Unternehmenserfolg ist ein Meilenstein, den jedes Unternehmen anhand von individuellen und allgemeingültigen Kennzahlen definiert, den sogenannten Key Performance Indicators. Allgemeine Anzeichen für Unternehmenserfolg sind beispielsweise Umsatz, aus dem sich Gewinn für das Unternehmen ergibt, oder auch messbares Wachstum. Ich habe gestern auf der Autofahrt, ich bin mit Tarek hergefahren, einem der Freifunker aus Oldenburg, haben wir ganz lange darüber diskutiert, dass ja nach wie vor häufig halt auch besser gleich mit größer definiert ist und auch eben immer mit Wachstum. Wenn man nochmal zurückgeht, was ist Unternehmenserfolg? Kann Unternehmenserfolg aber auch was ganz anderes sein? Also zwar natürlich eben messbar auf die eine oder andere Art und Weise, sonst, also wenn ich das anders behaupten würde, würde ich, glaube ich, auch von jedem Wirtschaftsökonom geprügelt werden. Aber Unternehmenserfolg kann eben auch sein, dass Mitarbeiter Zeit haben, zum Beispiel später zur Arbeit zu kommen, weil sie morgens ihren Sohn zur Schule bringen müssen oder ähnliches. Meine Meinung. So, und jetzt will ich nochmal einen Schritt zurück. Ich habe ja gesagt, vor 12,5 Jahren, das war damals unser Büro, als ich angefangen habe mit dem ganzen Kram. So hat es eigentlich mal angefangen und ich bin so ein bisschen in der Vorbereitung dieses Vortrags mal durch die ganzen Sachen durchgegangen und habe mal geschaut und fand dieses Bild recht beschreibend, weil das überhaupt nicht, dieses Bild assoziiere ich überhaupt nicht mit etwas, was, oder mit jemandem, der irgendwie von Unternehmenserfolg redet. Trotzdem ist das, glaube ich, so, wie es bei vielen einfach auch anfängt. Eben ein paar Rechner zu Hause und einfach sozusagen an etwas schrauben und feststellen, okay, damit kann ich tatsächlich auch mein Studium finanzieren. So war es bei mir. Ich habe halt damit mein Studium finanziert. Bevor man sich versieht, sind tatsächlich die ersten 7 Jahre rum. Und man hat auf einmal schon festgestellt, dass man ein gewisses Leitmotiv für die Firma aufgebaut hat oder dass man eine gewisse Marke sich gebildet hat. Und wir haben 2009 ein T-Shirt gedruckt, wo genau das drauf stand. Und das war damals unser Weg. Wir wollten halt beschreiben, als was wir uns in der Firma auch definieren. Und das war genau sozusagen so, ja, wir stehen halt auf Unix, wir mögen coolen Code, sichere Netzwerke und wir verstehen uns halt als Byte-Miner und haben damals dann auch schon angefangen, genau sozusagen für uns sozusagen das, was wir im Alltag machen, eben auf diese Art und Weise auch Wert zu schöpfen. Und da ist tatsächlich so, ich habe ja auch in der Vortragsbeschreibung bewusst reingepackt, das ist von der Schwierigkeit als Open-Source-Unternehmer Geld zu verdienen. Weil natürlich, wenn man sozusagen sich nochmal das Bild davor anschaut, ist natürlich schon, ne, da sitzt man so alleine vor so einem Schreibtisch und wenn man dann erstmal ein Team hat, dann hat man auf einmal 2, 3, 4 Mitarbeiter und das ist ja so für die vielen, ich weiß nicht, ob Leute hier so in einem Publikum sitzen, die gerade sozusagen 2, 3, 4 Mann Unternehmen arbeiten oder die da, ne, sozusagen das, die Firma gegründet haben und die dann feststellen, ja, es ist natürlich, ne, man hat so dieses hippe Startup-Ding am Anfang. Und, aber da muss man sich zum Beispiel, wenn man derjenige ist, der es gegründet hat, auch potenziell mal darauf einstellen, dass da ein Mitarbeiter ist, der auf einmal viel, viel besser ist als einer selber. Dass man auf einmal feststellt, ne, man kommt halt morgens zur Arbeit und der Kollege, also ich bevorzuge immer das Wort Kollege, nicht Mitarbeiter, der Kollege sagt zu einem, ey, hier, also da an dem Code von dir, da habe ich den und den Fehler gefunden. So, oh, und das lässt sich aber auch echt bösartig ausnutzen oder der in Sachen, die man beim Kunden, ne, mühselig in kleinster Feinarbeit über Jahre aufgebaut hat, auf einmal irgendwelche gravierenden Fehler, Gedankenfehler drin findet und je nachdem, wie man persönlich gestrickt ist, muss man dann auch erstmal feststellen, okay, hey, ja, oder man denkt sich, hey, wie cool, ich habe endlich einen Mitarbeiter, einen Kollegen, der ist noch besser als ich, was kann ich da alles an Wert rausziehen, also wie cool ist das denn, weil nur gemeinsam ist dann noch besser. Und ich hatte das mit meinem ersten Mitarbeiter, also mit der zweiten Generation an Mitarbeitern, aber ne, mit dem ersten, der dann dazu kam, 2008, den ich zum Kunden nach Hamburg geschickt habe. Und der Kunde rief mich hinterher an und meinte, hey Felix, hey, den Kollegen, den du uns geschickt hast, boah, echt cool. Also, der arbeitet noch gründlicher als du. Und ich saß da und dachte mir so, ja, und habe dann gedacht, ja,
eigentlich ist das genau das, das ist das, was passieren muss und was man dann auch tatsächlich akzeptieren sollte, weil es ein riesengroßes Geschenk ist, wenn man solche Mitarbeiter auf einmal dann hat. Und es ist aber halt auch, und das ist tatsächlich so ein bisschen der persönliche Teil des Vortrages, auch nicht immer ganz einfach, das zu akzeptieren und das auch sozusagen für sich anzunehmen und eben genau den Benefit daran zu sehen. Als Dienstleister, als Open-Source-Dienstleister, ich denke mal, das kann man auch immer so ein bisschen klammern, also als Klammer auf, Open-Source, Klammer zu, IT-Dienstleister, hat man, finde ich, immer wieder die Schwierigkeit, dass man sich ja, oder Schwierigkeit ist die eine, oder immer, man darf die Herausforderung, ist ja die positive Annotation davon, die Herausforderung, dass man sich beim Kunden entsprechend aufstellen darf, aber man selber zum Beispiel, wenn man kein reiner Produkthersteller ist, sondern tatsächlich Dienstleister, ja immer wieder auf, also man setzt ja den ganzen Tag auch Produkte anderer ein, die andere gebaut haben. Und das ist das, was ich seit Jahren immer wieder beim Kunden auch sage, ist, dass wir uns immer so aufstellen, dass wir möglichst nicht in der Position landen, dass wir zwischen dem Stein und der anderen Hardshell sind. Also auf Englisch sagt man dann between a rock and a hard place. Und dass man tatsächlich sehr selektiv, also das machen wir seit eh und je, sehr selektiv uns die Hersteller aussuchen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und tatsächlich sehr bewusst Hersteller wählen, mit denen wir als kleines mittelständisches Unternehmen, das wir ja nun mal sind, auch auf Augenhöhe agieren können, die uns also sowohl ernst nehmen und uns aber auch sozusagen beim Kunden entsprechend unterstützen und sozusagen dann nicht, wenn es schwierig wird, sich irgendwie rauswiggeln. Also der eine oder andere kennt das vielleicht, dass dann der Hersteller sagt, oder dann tatsächlich einen hängen lässt. Und das ist ganz wichtig, dass man sich da entsprechend positioniert und auch mit gewissen Herstellern Allianzen bildet und immer wieder, und das ist das Credo, was wir eigentlich von Anfang an immer gesagt haben, ist, dass wir möglichst herstellerunabhängig agieren wollen. Gleichzeitig hat man aber die Schwierigkeit oder den Benefit, dass der Hersteller, also wenn man sich sozusagen unten die Stände anguckt, sieht man, dass da verschiedene Herstellerbanner sind und das funktioniert halt im Geschäft ja so, dass man wird Partner eines Herstellers, vertreibt dessen Lösung und im Tausch dessen kriegt man vom Hersteller sogenannte Leads. Das heißt also, der Hersteller sagt, hey, ich habe hier eine Anfrage von dem und dem Kunden, mit dem und dem Projekt, hast du. Und dann gibt es den einen oder anderen Hersteller, der sagt, hey, wenn du mit uns spielst, also wenn du unsere Backup-Lösung einsetzt, dann wollen wir aber nicht, dass ihr die Backup-Lösung da einsetzt. Oder wenn ihr unsere File-Share-and-Sync-Lösung einsetzt, dann setzt ihr bitte nur unsere ein und ihr sagt nicht zum Kunden, oh, es gibt auch noch andere. Und das ist zum Beispiel so ein Eiertanz, den wir seit Jahren machen, dass wir gucken, dass wir Hersteller unabhängig beraten, gleichzeitig aber eben eine gewisse Finesse haben, was bestimmte Produkte angeht. Weil wenn man sozusagen sich mit einem Produkt mehr und mehr auseinandersetzt, hat man halt das entsprechende Know-how und das muss man auch haben, damit man es kompetent und seriös beim Kunden einsetzen kann. Also das ist halt genau so ein bisschen so dieser Eiertanz, den wir da auch immer wieder machen und tatsächlich auch sehr bewusst schauen und tatsächlich dann auch beim Kunden gelegentlich sagen, hey, ja, wir vertreiben primär Produkt XYZ, aber es ist für dich nicht geeignet. Also wir können dich leider an der Stelle entweder nicht mehr beraten oder wir beraten dich halt anders. Und das ist ganz, also wäre sozusagen immer so eine Sache, wo ich, das sollte man sich bewahren, dass man auf jeden Fall herstellerunabhängig agiert an der Stelle. Aber wir haben über die ganzen Jahre bei uns, ich glaube, wir nennen es bei uns im Wiki Statuten der Firma entwickelt, die jeder neue Mitarbeiter auch liest. Also wir haben so eine Wiki-Seite, wo man reinkommt, dann kann man sagen, hey, du bist neu hier, liest das mal durch. Und ein ganz, ganz großer Teil davon ist unsere No-Bullshit-Policy. Die nennen wir tatsächlich auch so. Und die nennen wir auch beim Kunden häufig so. Also wir haben so eine Kundenpräsentation, die wir benutzen vom Vertrieb, wenn wir beim Kunden uns vorstellen und sagen, hey, wir sind die Bytemine GmbH aus Oldenburg und das so arbeiten wir. Und das ist eben auch Teil dieser Herstellerunabhängigkeit, dass wir tatsächlich auch versuchen, oder nicht versuchen, sondern beim Kunden sehr transparent aufzutreten und dem Kunden sehr sauber und klar zu kommunizieren. Und es gibt halt auch immer wieder Probleme mit Software. Also ich meine, wir sitzen genug Leute im Raum, die wissen, was ich damit meine. Also Software ist halt nie fehlerfrei und gelegentlich gibt es halt auch wirklich dann ein großes Problem und da kann man auch sehr gut Klartext mit dem Kunden reden. Und es gibt zum Beispiel keinen Kunden bei uns sozusagen, der sauer ist, wenn wir transparent agieren. Ich habe noch nie von einem Kunden gehört, Herr Kronlage,
das geht so nicht. Sie erzählen mir zu viele. Ne? Muss halt natürlich immer so ein bisschen aufpassen, wie sich der Polizist, aber immer Transparenz, Kunden stehen auf Transparenz, saure, klare Kommunikation. Und ganz wichtig ist sozusagen auch, was auch da reinspielt, ist eine Fehlerkultur zu kultivieren. Das Zitat ist geklaut. Das Zitat "Only failures make us experts" kommt von Art Grabowski. Art Grabowski war ein OpenBSD-Entwickler, mit dem ich damals bei OpenBSD auch zusammen entwickelt habe. Und das ist ein Spruch, den er mal vor 15, 20 Jahren gemacht hat. Und den hat er lange Zeit auf seiner Webseite. Und den haben wir irgendwann mal gesehen. Und den hat Bernd, ein ehemaliger Kollege von mir, ein paar Mal zitiert. Und den haben wir bei uns so weitergenommen. Und jeder, der bei uns anfängt, das ist so das Erste, was wir den Leuten versuchen einzutrichtern. Dass eine Fehlerkultur ganz, ganz wichtig ist. Und zwar eine Fehlerkultur, kein Pranger. Es nützt nichts, dass man irgendwie so eine Wall of Shame hat, wo dann drin steht, wer schon wieder alles kaputt gemacht hat, sondern eine Fehlerkultur ist für mich, dass Kollegen und Mitarbeiter sich trauen zu sagen, hey Felix, ich habe da gerade, glaube ich, echt Mist gebaut. Weil wenn sie sich das trauen, dann kann man es meistens relativ schnell heile machen. Es gibt nichts Schlimmeres, als Wochen später feststellen, oh, da hat jemand den Directory-Baum gelöscht. Und der ist mittlerweile nicht mehr im Backup drin, weil es halt Wochen später erst aufgetaucht ist. Deswegen, also es ist... Was ich unseren Leuten versuche, möglichst am Anfang ganz früh beizubringen, ist zu sagen, hey Leute, wenn ihr einen Fehler macht, sagt laut und deutlich Bescheid. Und dann kann man eigentlich alles irgendwie wieder entbocken. Das ist so etwas, was uns über die Jahre begleitet hat und uns, glaube ich, auch sehr, sehr erfolgreich sein lässt, weil wir auch wiederum beim Kunden, und das ist wiederum die No-Bullshit-Policy, dass wir beim Kunden auch zugeben, wenn uns Fehler passieren. Weil auch das uns nicht nur ehrlich wirken lässt, sondern zeigt, dass wir an der Stelle ehrlich agieren und auch wiederum einem Dienstleister dürfen auch Fehler passieren. Also es ist sozusagen, es gibt Fehler, die sollte man nicht zu häufig machen und es gibt Fehler, die sollte man auch nicht, man sollte sie auch nicht wiederholen. Also es ist ja auch wichtig, dass man immer daraus lernt. Aber wir machen zum Beispiel bei jedem Fehler, den wir in irgendeiner Form beim Kunden passieren, der wirklich ein bisschen größer ist, halt auch tatsächlich dann eine vernünftige Postmortem-Analyse. Das ist halt genau gucken, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass dieser Fehler aufgetreten ist und was können wir da tun, damit er sich beim nächsten Mal nicht wiederholt. Und das wiederum spielt halt da rein. Das ist essentiell, finde ich. Und ist auch etwas, was sozusagen mir jeden Morgen eine Menge gibt, weil ich halt weiß, okay, wir müssen unsere Kunden nicht irgendwie denen irgendwas vorgaukeln, schummeln und irgendwelche Lügengeschichten erzählen. Ein ganz anderer großer Punkt, den ich bei uns, jetzt wo wir langsam wachsen, also so, mal so als, auch als Info, also wir haben mittlerweile 8 oder 9 Vollzeitler, 8 Vollzeitler, 3 Teilzeitkräfte und 2 Auszubildende. Also wir kommen jetzt so langsam kratzen an dieser magischen 10-Leute-Grenze, dass wir halt kein Kleinstunternehmen mehr sind. Und sozusagen, wir sind gerade dabei, auch in der Technik haben wir 4 Vollzeitler plus 2 Azubis und sind gerade dabei, dass so die Größe, wo man anfängt, tatsächlich mehr und mehr über Strukturen auch nachzudenken, weil es was anderes ist, wenn man mit 2 Technikern arbeitet, aber 4 müssen schon so ein bisschen, sollten koordiniert werden. Und auch Urlaub und von der Dienstleistung her. Und was wir machen, ist, wir bilden Tandems. Also es ist immer so, also es ist nicht so, dass ich sie sozusagen so komplett immer benenne, aber ich sehe schon zu, dass wir im Arbeitsalltag immer Tandems bilden. Bei fachlichen Themen, das heißt, es gibt bei uns kein Thema, was immer nur einer bedient, sondern es sind immer mindestens 2 Leute. Weil sich daraus dann nämlich auch ergibt, dass die beiden nicht zeitgleich Urlaub machen können. Und das gleiche haben wir bei Kundenprojekten. Also jedes Kundenprojekt hat auf jeden Fall immer ein Tandem, also 2 Techniker, die irgendwie dranhängen. Wir machen ja auch viel, als Dienstleister macht man viel Support. Das heißt also, wir haben einen Support-Ticker. Und in dem Support-Ticker gucken auch immer 2 Techniker auf die Queue und bilden halt auch dieses Tandem. Das kann man sich dann ungefähr so vorstellen. Ich finde das ein großartiges Bild. Ich habe nach Tandem gegoogelt und ich fand es großartig. Wir haben keine Uniform, aber... Ja, das ist, genau. Man kann sich das Tandem natürlich auch so rum vorstellen. Je nachdem, also wie man es haben möchte. Auch das fand ich eigentlich ein ganz schönes Bild, weil so kann man sozusagen entweder in unterschiedliche Richtungen fahren, was natürlich auch symbolisch ist für eine gewisse Offenheit, dass man auch zum Beispiel einen Kurs mal wechseln darf. Das finde ich halt auch ganz wichtig, dass man nicht sozusagen darauf beharrt, oh ja, das mache ich jetzt so und ich habe jetzt sozusagen 5 Jahre lang erzählt, das muss so sein
Und obwohl sozusagen sich Fakten ändern und ich meine Richtung wechseln müsste, tue ich es nicht. Ja, das fand ich so fürs Tandem ganz gut. Das Tandem haben wir zum Beispiel auch, wir machen ja 24/7 Bereitschaft. Und so kriegen wir die Leute auch in die Bereitschaft reingearbeitet. Also nächste Woche fängt unser einer Azubi an, also der ist im zweiten Lehrjahr angekommen. Und der macht dann das erste Mal Bereitschaft bei uns. Und da heißt das Tandem halt, dass ein Zweiter, also in dem Fall dann wohl auch ich, mit ihm nachts aufsteht, wenn das Handy piept, werde ich halt auch mit rausgeklingelt. Und dann sozusagen ist es so in der Ausbildung, dass wir sagen, der andere, also der Fahrer des Tandems, das bin dann ich, warte dann im Arbeitschat auf ihn. Und dann kann er sich dann da melden und mit mir zusammen das Problem beheben. Also er muss dann sozusagen eine Steuer übernehmen. Das kann man ganz hervorragend für jetzt so ein bisschen Technik in der Screen-Session zum Beispiel machen. So machen wir das, dass man sich dann gemeinsam in eine Screen-Session einloggt. Oder wenn es ein Desktop-artiges Problem ist, dass man eben eine Teamviewer-Session macht und dann tatsächlich da gemeinsam Probleme löst. Und das ist tatsächlich in der Ausbildung oder in der Heranführung an Bereitschaft, wenn man eine etwas größere Umgebung hat, ein sehr lohnenswertes Konstrukt. Ist tatsächlich auch etwas, was ich versucht habe, bei uns im Arbeitsalltag mehr zu platzieren, was aber noch nicht so viel Erfolg hat, dass man sagt, man nimmt einen Arbeitsplatz, zwei Tastaturen. Viele kennen es vielleicht aus dem Pair-Programming, dass man sozusagen da auch einen Fahrer und einen Beifahrer hat. Ich habe das immer wieder mal versucht anzuregen, dass man das tatsächlich auch macht, um an Infrastruktur zu arbeiten. Da ist es ein bisschen schwieriger. Und das ist auch so ein bisschen der Teil, wo wir dann wieder beim Work-Life-Revenue, beim Revenue sind, wo tatsächlich auch die Kollegen das Gefühl haben, sind dann ineffizient. Das ist so ein bisschen da der Trade-off zwischen, man muss sich ja mir auch, ne, ich bin ja auch in der Firma nicht immer derjenige, der nur so nett und freundlich steht und lächelt und erzählt, sondern ich bin auch gerne ja mal Grumpelstilzchen, der dann sagt, Leute, wir müssen das fertig kriegen, so. Ne. Und dann ist es natürlich auch da schwieriger, sowas mal zu machen. Aber es ist auch etwas, was ich so als Anregung jedem mitgeben kann. Ich glaube, sozusagen dieses Pair-Programming, gerade bei Infrastruktur, lohnt sich auch. Ein Satz, den ich auch, es ist halt auch eine Phrase, aber eigentlich eine sehr schöne, die steht bei uns, nicht bei uns, sondern in dem einen Datacenter, wo wir in Frankfurt hosten, steht das auf dem Klo. Da ist irgendwo auf dem Klo so ein Zettel, über dem Urinal, fertig ist besser als perfekt, Ausrufezeichen. Ich mag es mit Fragezeichen lieber, weil es eine Interpretationsfrage ist. Also sozusagen das pauschal immer zu sagen, fertig ist besser als perfekt, ist, glaube ich, da macht man sich was vor. Aber es ist für den Arbeitsalltag wiederum als kleiner mittelständischer Open-Source-Dienstleistungsbetrieb durchaus nicht verkehrt, einfach zu sehen, dass Sachen auch manchmal gut sind, wenn sie, also dass sozusagen perfekt wäre, 100%, 80% erreicht haben. Intern sagen wir eigentlich immer, wir wollen bei 120% landen, aber das ist manchmal also auch einfach nicht ökonomisch sinnvoll. Das muss man sich auch eingestehen. Das ist viel mir auch lange Zeit schwer. Aber fertig ist tatsächlich auch befriedigender für Mitarbeiter. Also es ist, muss man da auch, darf man nicht vergessen, dass es sozusagen einer, finde ich, einer der Jobs von jemandem ist, der eine Führungskraft ist, auch zuzusehen, dass das Mitarbeiter nicht frustrieren, weil sie Sachen nicht fertig kriegen. Also das ist auch etwas, Lernprozess technisch, was man natürlich lernen muss, gerade wenn man selber Techniker ist und nie irgendwie sozusagen ne, in einem anderen Betrieb Führungskraft war, was ich natürlich auch lernen musste, ist tatsächlich, dass Teil eines Geschäftsführerjobs in einer kleinen Firma ist und später wahrscheinlich nur einer Führungskraft, dass man die Leute soweit auch entfrustriert, indem man sieht, dass Sachen fertig werden. Das ist so eine ja auch ne, ökonomische Zeitfrage. Ich weiß nicht, ob die Grafik ist wahrscheinlich auch schon relativ bekannt. Dieses Bild, dass Leute sozusagen so beschäftigt sind, dass sie eigentlich übersehen, dass sie sich die Arbeit viel, viel leichter machen könnten durch gewisse Verbesserungen. Also zum einen mag ich Lego, aber es ist halt tatsächlich ne, also, er, der sozusagen sagt, hey, ich hätte hier irgendwie ne, für euch tatsächlich was Rundes, was viel, viel besser rollt und der Rest, der einfach sozusagen den Karren sozusagen auch so weit zieht, dass die sind nicht im Bild. Und an sich, ist, ich finde, meine Interpretation dieser Grafik ist auch, dass er kann die Räder hinhalten, sagen, hier, nehmt sie. Und die beiden sind ja viel zu sehr sozusagen in ihrem Film drin, dass sie es überhaupt nicht sehen. Und eigentlich müsste da noch eine andere Person stehen, die sagt, hey Leute, nee, ihr nehmt jetzt die Räder bitte. Weil das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Job in Teams, dass es jemanden gibt, der diese Vogelperspektive hat. Weil, also das sehe ich ganz häufig, dass bei uns die Leute, die in den Projekten drin stecken,
die sind so im Projekt drin, dass sie gar nicht sozusagen, gar nicht links, rechts oder von oben gucken können. Das ist auch, finde ich, zu viel verlangt. Sondern da muss es dann jemanden geben, das ist dann typischerweise, ich glaube, ne, so ein Projektleiter oder ein Projektmanager, dann bei diesen Begrifflichkeiten wie Manager, die tatsächlich sowas was im Blick haben und dann sagen, hey, nee, ich möchte gerne, dass ihr jetzt auf die runden Räder wechselt, weil ja, dauert 2 Tage, aber dann seid ihr richtig schnell. Ich habe, als ich vor ein paar Monaten in Lissabon war, in einem Architekturladen, also ich stehe auf so Buttons, die man sich anpinnt, und da habe ich in einem Architekturladen Buttons gefunden. Und völlig, also die lagen im Schaufenster, ich bin abends von der Kneipe dann sozusagen ins Hotel zurück und die lagen da und ich habe gedacht, hä, Form follows Function? Und der andere Button, der hier, der sozusagen, die ist weniger ist mehr. Und der Build, Don't Talk, den tatsächlich in einem Vortrag zu verwenden, ist schon eine gewisse Ironie, aber finde ich trotzdem ganz, ganz entscheidend. Und ich habe diese Buttons im Schaufenster gesehen, wow, die passen ganz haargenau zu unserem IT-Geschäft. Den eigentlich wirklich den wichtigsten davon finde ich eben den, wo weniger ist mehr. Das ist tatsächlich etwas, was früher mein Klassenlehrer zu mir gesagt hat, aber das bezog sich auf die orale Inkontinenz damals, glaube ich. Und das, auch das ist tatsächlich etwas, wo man immer wieder, das knüpft sich auch an diese Frustrationsgeschichte ran, wo man gucken kann, dass man tatsächlich sagt, Leute, ihr müsst nicht irgendwie alles irgendwie so ein bisschen fertig machen, sondern versucht einfach ein bisschen weniger und dafür sozusagen dann effizienter da durchzurutschen. Formvolles Function ist, glaube ich, ein Begriff, jedem, der in IT ist, ist völlig klar. Ne? Also erst muss es gut funktionieren und dann muss es toll aussehen. Der Build, Don't Talk, den habe ich einfach ganz gern dran, wenn ich mit Kunden Workshops mache. Aber das ist dann eher so eine subtile Botschaft. Ganz spannend ist, das ist auch so ein Motto, was ich immer wieder versuche, bei uns reinzubringen, ist auch ganz, also gar nicht einfach, ist dieses Commit Early, Commit Often. Wir sind eigentlich kein Softwareentwicklungsbetrieb, also wir waren es mal und machen auch gerade wieder mehr Produktentwicklung. Also wir haben so einen Slogan, der heißt Entwicklungsmanufaktur für innovative Lösungen. Der begleitet uns auch schon immer. Und dieses Commit Early, Commit Often bezieht sich zwar erstmal auf Code, einfach, dass man möglichst früh anfängt, Sachen auch ins Software-Repository zu schieben, um möglichst schnell auf die Schnauze zu fallen, um sozusagen dann auch anderen Leuten Code-Review zu ermöglichen und all sowas. Ich beziehe das aber auch durchaus gar nicht mal nur auf Software-Code, sondern auch darauf, dass möglichst viel sozusagen sichtbar passieren muss. Weil in dem Moment, wo ich etwas sichtbar mache, ermögliche ich meinen Kollegen, es zu kommentieren. Und damit sind wir dann, moin Lenz. Hey, es ist schön, dich zu sehen. Ja, ich hake einfach ganz kurz ein, also es ist dir wahrscheinlich unangenehm, Lenz, aber du bist ja tatsächlich derjenige, wegen dem ich diese Open Office Presenters Konsole verwende seit zig Jahren. Und commit early, commit often. Also in dem Moment, wo sozusagen man anfängt, sichtbar zu arbeiten, ermöglicht man den Kollegen, es zu kommentieren, womit wir wieder bei dieser Fehlerkultur sind, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Und da ist ganz wichtig, dass sozusagen dieses sichtbare Arbeiten, dieses transparent für die Kollegen arbeiten, nichts ist, dass man denkt, oh ja, wenn ich da jetzt einen Fehler drin habe, dann muss ich mich dafür schämen, weil der Kollege sieht es, sondern nein, es ermöglicht einfach, dass der Kollege potenziell auch rüberkommt und einfach Ratschlag geben kann, weil er sieht, okay, vielleicht gibt es da irgendwie ein gewisses Know-how-Defizit oder etwas, was man nicht sehen konnte, weil man es irgendwie noch nicht so lange im Betrieb ist. Und deswegen stehe ich halt auch wirklich darauf, dass bei uns die Leute möglichst sichtbar arbeiten, möglichst so ihre Sachen haben, dass Kollegen es kommentieren können und versuche stattdessen zu kultivieren, dass wir überhaupt gar nicht erst so eine, du bist aber doof, weil du programmierst immer so, dass oben bin Bash steht und ich bin SH, wie es sich gehört, sondern dass tatsächlich einfach als Teamarbeit gesehen wird. Und das ist einer der Sachen, die glaube ich dazu führen, dass bei uns die Mitarbeiter tatsächlich untereinander einen Umgang miteinander haben, der super professionell ist und überhaupt keine Disharmonie entstehen lässt. Also das ist was ich immer wieder sehe. Ich habe, weil es ja so ein etwas, wie gesagt, ein Vortrag ist, den ich sonst eigentlich so nicht halte, habe ich tatsächlich im Vorfeld zu einigen meiner Kollegen gesagt, hey Leute, könnt ihr mir mal mit 2 Sätzen beschreiben, wie ihr eigentlich euren Arbeitsplatz hier seht? Weil es ja auch immer, ist ja ganz schön und gut, dass ich der Meinung bin, ich als Vortänzer, das hier ist ein super Betrieb so, aber habe einfach mal so ein bisschen Feedback eingeholt und habe gemerkt, dass bei uns jeder tatsächlich, und das ist auch das, was ich den Leuten im Vorstellungsgespräch erzähle, dass bei uns tatsächlich jeder
den anderen sehr wertschätzt und wir überhaupt gar nicht diese Ego-Tripperei da mit drin haben. Und dann tatsächlich kommen wir zurück zu dem, ja, ein bisschen technischer, dass wir tatsächlich angefangen haben, vor ein paar Jahren eben dieses Buzzword Infrastructure as Code bei uns zu leben. Wir haben es tatsächlich ja dann mit Puppet gemacht, auch tatsächlich, dass wir tatsächlich Puppet überall bei Kunden reingebracht haben. Das ist jetzt so eine der wenigen Folien, wo ich so ein bisschen was zu dem sage, wie wir dann technisch arbeiten. Und tatsächlich uns auch als Dienstleister bei Kunden versucht haben, möglichst viel so zu machen, dass es für uns wiederum transparent sichtbar ist und sozusagen nicht in irgendwelchen Configs versteckt, die irgendwo auf irgendeinem Host da hinten sind, sondern schön zentral ausgerollt, sichtbar, versioniert, potenziell Vier-Augen-Prinzip, dann bei Firewall-Konfigurationen, all sowas. Und auch das hat dazu geführt, dass wir mit einer, wie gesagt, ne, also noch unter 10 Leuten an Vollzeitkräften, mit einer kleinen Firma eine Professionalität erreicht haben, die es in dem Bereich, finde ich, selten gibt. Das ist so ein bisschen der Teil, wo ich sage, dass man auch da sehr erfolgreich sein kann. Dann etwas, was je nach Kunde bei uns beliebt ist oder nicht beliebt. Ich bin ja ein Verfechter des möglichst häufig Maschinen warten, rebooten und auf die Nase fallen oder nicht auf die Nase fallen. Es gibt dazu, ich habe ein bisschen geschummelt, ich habe es nicht selber gemalt, es gibt aus dem Code Refactoring gibt so eine schöne Grafik, die einem sagt, dass wenn man regelmäßig den Code sauber hält und anpasst und refactort, dass die Kosten für Features, die neu dazukommen, wesentlich geringer sind, als wenn ich immer mit altem Code arbeite, also Code sozusagen nicht an die neue Umgebung anpasse. Und ich habe schon diverse Male genau sowas ans Whiteboard beim Kunden gemalt, wenn es darum ging, wie häufig man eigentlich Maschinen aktuell halten sollte. Und ich bin tatsächlich, das sagst du ja auch bei unseren Kunden immer, predige immer schön aktuell halten. Das heißt nicht auf dem aktuellsten Release, aber zum Beispiel in einem Beispiel Ubuntu 12.04, 14.04, den immer schön sauber gepatcht haben, auch durchaus regelmäßig durchbooten, weil ich genau weiß, in welchem Zustand ist die Maschine. Sie ist genauso im Monitoring abgebildet. Und dadurch halte ich auch die Kosten laufend sehr gering. Wäre auch nochmal, das ist ja tatsächlich so einer der, wenn ich sozusagen, ich mag ja mal keine Tipps geben, weil es sich so anmaßend anfühlt, aber es wäre tatsächlich ein Tipp. Was uns sozusagen auch die letzten, ich würde sagen, 5, 6 Jahre, wo wir tatsächlich ja so ein paar mehr Techniker dann haben, wirklich geholfen hat und unseren Technikern auch wirklich viel hilft, dass wir sagen, Tooling als Mittel zum Zweck und nicht zum Selbstzweck. Das heißt, also, wir haben angefangen, Tools für uns zu entwickeln, sie aber nicht overengineert, sondern immer genau an unseren Bedürfnissen entlang. Wir geben dieses Jahr jetzt sozusagen ein neues Produkt frei, das ist diese Infrastruktur-Datenbank, da habe ich letztes Jahr hier auch einen Vortrag zugehalten. Und die ist tatsächlich genauso entstanden, dass wir halt ein Werkzeug geschaffen haben für unsere Techniker, was denen passgenau im Arbeitsalltag hilft und dass die auch läuft. Ja, das sozusagen mein Standpunkt als, warum ich der Meinung bin, dass es ganz hervorragend geht, als mittelständischer, kleiner Open-Source-Dienstleister ein Unternehmen erfolgreich zu führen, so dass es tatsächlich was abwirft. Ein Punkt, den ich, weil er so ein bisschen schwierig immer ist zu transportieren, ist, diese Familienfreundlichkeit, das ist so der Abschluss, den ich noch haben wollte, weil ich das halt auch in den Text mit reingepackt habe, weil das, was ich am Anfang gesagt habe, was für mich ganz wichtig war, als ich damit angefangen habe. Und wir haben es tatsächlich, das sind auch diese Tandems, also wir haben es bei uns jetzt so weit hingekriegt, dass wir haben mehrere Väter, also in diesem kleinen Team mehrere Väter und auch eine alleinerziehende Mutter und die kommen alle hervorragend damit klar und können sich zeitgleich in ihrem Job komplett ausleben. Also sie haben sozusagen das Gefühl, das war so ein Feedback, was ich von Kollegen bekomme. Die können sich sozusagen mit der Technik viel beschäftigen, können sich sozusagen beruflich ausleben und haben trotzdem das Gefühl, sie kriegen es mit ihrem familiären Leben unter einem Hut oder eben auch mit ihrem alleinerziehenden Leben, was auch nicht selbstverständlich ist. Und was mir aber sozusagen wirklich eine wichtige Angelegenheit ist. Und so als Abschluss etwas pathetisch. Aber das war tatsächlich das, was einer meiner Kollegen kommentiert hat. Und das fand ich tatsächlich echt schön, weil es nochmal zeigt, dass genau wir eigentlich das aktuell geschafft haben,
was ich immer wollte, nämlich dass unsere Kollegen, ich kann mir keinen Arbeitsplatz vorstellen, in dem man sich so vielfältig einbringen und verändern kann und der sich gleichzeitig so flexibel an einen selbst anpassen lässt. Und wir hatten, ich habe vor 6 Jahren mit einem Kollegen gesprochen, der zu mir sagte, hey Felix, also ich mache jetzt schon echt lange irgendwie so Infrastrukturkram, ich würde gerne mehr entwickeln. Und den haben wir tatsächlich dann auch bei unserer Kleingröße innerhalb von 2 Jahren zu einem Komplettentwickler umschiften können, ihn auch in die Projekte reinbringen können, dass das tatsächlich geht. Und der hält heute Nachmittag übrigens einen Vortrag, mittlerweile ist er bei Greylock, das ist der Bernd Ahlers, der hält heute Nachmittag einen Vortrag, kann ich auch sehr empfehlen. Und da ist er mittlerweile auch Vollzeitentwickler, weil dann auch er sozusagen die Möglichkeit hatte, zu Greylock zu gehen. Und ich sagte, hey Bernd, das ist eine Riesenchance für dich, mach es so. Und mir blutet das Herz, weil ich arbeite gerne mit dir. Aber auch das ist zum Beispiel etwas, was mich auch so am Anfang, ich hatte halt immer gedacht, so, das war einer meiner großen Horrorszenarien, oh, wenn einer von diesen ersten Leuten, die du seit Ewigkeiten hast, wenn die gehen, oh, wie furchtbar. Und dann kam eines Tages Bernd in mein Büro und meinte, Felix, ich habe da so eine schwierige Nachricht so. Und ich da so, du Bernd, als Freund hätte ich sofort zu dir gesagt, mach es. Weil es gibt einfach gewisse Sachen, die muss man dann auch tun. Und es sind Chancen. Und das ist auch... Das muss man dann als Chef auch eher sportlich sehen, beziehungsweise da dann auch sehen, dass sozusagen es den Menschen einfach ganz viel hilft und weiterbringt. Ja, und für mich ist sozusagen, wir hatten am Anfang die Unternehmenserfolgsdefinition und für mich ist genau sozusagen, dass unsere Mitarbeiter sowas sagen, Unternehmenserfolg, weil so ein Mitarbeiter, der eine solche Aussage trifft, der arbeitet entscheidend am Unternehmenserfolg auch mit. Und das ist und solche Leute sozusagen zu befähigen, ihren Job gut zu machen, wenn man das als Geschäftsführer hinkriegt, dann ist sozusagen ist auch relativ einfach, mit Open Source Dienstleistungen Geld zu verdienen. So, das ist so mein Fazit. Ansonsten, genau, Felix Kronlage auf Twitter durchaus aktiv und die nächsten 2 Tage auch da irgendwie unten und heute noch mehrmals irgendwie mit verschiedenen Themen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und es gibt hier gleich um 12 Projektvorstellungen. Ich bin ein bisschen eher fertig, als ich dachte. Und es gibt aber auch Kaffee unten. Also man kann sich ganz hervorragend jetzt einen Kaffee holen mit dieser coolen Kieler Linux-Kaffeetasse.